Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zur Game of Dwarves. Ja, wir sind wieder in den tollen... Wie heißt das Gebiet nochmal? Ja, ich glaube in dem verseuchten Tunnel oder so ähnlich hieß es. Und sind überall volle Kanne am Graben und so gewesen. Denn wir müssen Antworten finden, wir müssen alles Mögliche machen. Jo. Zum Beispiel Drachenblut ausgraben. Und Eisen ist ja auch noch. Und noch mehr Steine, jawoll. Ja. Und noch mehr Drachenblut. Drachenblut ist immer gut. Und ja, wir haben ja einen Gräberzwerg befreit. Der ist dann auch ganz okay. Wenn wir den haben. So, das mit dem feindlichen Portal war ja ein Schreibfehler, damit sind feindliche Einheiten gemeint. So, hier drunter ist noch etwas Stein, an das wir ran wollen. Da ist Eisen, an das wir wollen, weil Eisen haben wir Mangelware. Und ja, er wird eine ganze Weile brauchen, um ein Drachenblut auszugraben, weil Drachenblut ist halt steinhart. Und da drüben sind noch mehr Räume, in die wir reinbuddeln können. Und da ist auch noch ein Raum, in den wir reinbuddeln können. Ja, zum Buddeln haben wir genug. So. Eine Leiter. Und ja, ausreichend Drachenblut. Sehr schön. Durch das Drachenblut kommen wir auch easy an Gold, wenn wir es nötig haben. Jo, alle buddeln fleißig, gut. Wir wollten die beiden Forschungen noch machen und dann wollten wir uns in Richtung Kosteneffizienz bewegen, ja. Das ist auch okay. Man hört es mir vielleicht an, dass ich heute ein bisschen verschnupft bin. Also habt ein bisschen Nachsehen mit mir, wenn meine Stimme nicht ganz kräftig ist. So, hier kriegst du auch noch einen Ausgang. Und wir haben schon mal einen von zwei Punkten, jawohl. Ja, unsere Forschungstische wollten wir dann ja nach da verschieben. Das Bett kann ich verkaufen und kann schon mal ein neues, gutes Bett aufstellen. Für mehr Zwergenzufriedenheit. Und ja, ich glaube, ein Labor lasse ich da stehen, stelle da das zweite hin. Und ich hätte, glaube ich, auch genug endlich für den Steintisch. Jawohl. Also bauen wir Tisch. Ach, ein bisschen Silber. Das schadet auch nie. Und wie man sehen kann, wieder viele, viele Räume. Hä? Also ordentlich was zu tun für die Grabkolonne. Wir könnten uns mal den dritten Forscher anlachen. Das wäre eine gute Idee. So, der Tisch kann weg.
Der Schneidtisch kann hier rüber. Und das Bett kann durch ein besseres Bett ersetzt werden. Jawohl. Haben wir schon mal 5 gute Betten hier stehen und da kommt dann nochmal 6 hin. So, wir haben Eisen. Für Eisen bauen wir 2 Truhen. Es ist nämlich auch wichtig, dass wir genügend Kapazitäten haben. So, hier scheint es schön nach unten zu gehen, zu noch mehr Silber und allem. Oh, hier ist eine riesen Steinader, das ist auch immer gut. Hier ist wahrscheinlich noch eine große Silberader. Hier ist Drachenblut. Und Silber auf der anderen Seite. Oh, eine große Silberader. Das kann ich nicht verkaufen, weil da gerade ein Arbeiterzwerg drauf schläft. Ja, Nahrung läuft. Hier oben würde ich gerne zumachen. Dass das auch erledigt ist. So. Dafür haben wir ja genug Holz. So, völliges Abstürzen. Oh, ach ja, hier war ja auch noch ein Riesenloch zu stopfen. Ja, kriegen wir alles hin mit der Zeit. Hätte ich schon die besseren Holzpflanzen, das wäre eigentlich schon fast ein Grund, auf die nächste Stufe zu gehen in der Forschung. Also einfach hier Düngesteinverbesserung, dass wir die besseren Pflänzchen freischalten können. So, hier geht's weiter runter. Und hier gibt's noch mehr Drachenblut und Silber. So, noch eine Leiter nach oben. Also hier ist auf jeden Fall ein schön tiefer Schacht. Jetzt muss ich mir nur überlegen, ich glaube, ich klappe erstmal hier oben die Räume ab. Den Raum hier, alles. Warum kommt die hier nicht nach oben? Oh, weil ich da den Dinger weggegraben habe. So, ich hoffe, das war kein Fehler. Die beiden... Ah, nee, die kommen rechtzeitig an. Sehr gut. Aber hier hättet ihr ruhig weitergraben können. Ja. So, zweiter Punkt. Du kostet mich wahrscheinlich... Nein, dich kann ich mir gerade so leisten. Meinen nächsten Forschungstisch. Jo. Da machen wir nachher zuerst mal das Wohnzimmer fertig.
Machen wir erstmal das Wohnzimmer fertig und dann können wir die anderen Sachen flicken. Also zuerst den Thronsaal und dann hier unten unseren Gärtnerbereich. Ist hier schon alles fertig? Ja, Tatsache. Okay, buddeln wir uns erstmal in den Raum rein. Dann können wir uns in den Raum rein buddeln. Oder auch nicht, weil die Zwerge müde sind. Was ist hier wieder falsch gelaufen? Irgendwas ist hier wieder falsch gelaufen bei der Konstruktion. Oh, das ist nicht so schön. Das hier unten. Ein kleiner Spinnenhort ist. Vor allem weiß ich nicht, wann sie auf die Idee kommen, sich zu teleportieren. Ja, am besten mehr Training. Die Zwerge. Ah, dann buddeln wir halt hier mal weiter. Ich hoffe, du verpieselst dich dann da. Oh, Gold. Und ja, ich bin gierig. Hier sind noch mehr Räume. So. Training fürs Militär ist immer wichtig. Und wir können unsere zweite Riesenstatue aufstellen. Fällt mir gerade so auf. So. Darf ich jetzt bitte hier ordentlich zumachen? Ja. Dankeschön. Die sind alle fleißig. Oh, Mama Mia. Oh, zum Glück können sie sich nicht da reinporten. Das wäre nämlich ganz schlecht. Ja, darunter können sie sich porten. Wo ist mein letzter Militärzwerg? Da ist mein letzter Militärzwerg. So, dann machen wir die Taktik mal. Haut die Spinne kaputt. So, erste Spinne ist hier.
zweite Spinne bitte hier machen? Zweite Spinne ist hier.